20 Wellen. Das ist irgendwie meine Weekly gewesen. Weltenseele. Aber es ist auch meine Kistending hier. Ich weiß nicht, ob wir die bekommen. Die überhaupt sind. Easy. Nein. Okay, wir haben direkt einen fast reingelassen. Und ich kicken sehr gut. Hat er schon AP verloren? Nee. Also Range muss es ja ziemlich chillig sein, oder? Warum muss ich leider überall hinlaufen? Das Gute ist, diesen einen NPC hier, wenn man den kickt, explodiert er anscheinend. Wie diesen Feuerstrahl macht. So weg. Ich habe ja auch noch mein neues Trinket. Ne? Hä? Okay, das neue Trinket ist jedenfalls wild. Leute, meint ihr, das wird die neue Race zum Spielen? Würde ich feiern. Er hat leider zu viel AP verloren. Ne? Weil ich mein Trinket gecastet habe. Aber das Ding, das Trinket ziehen, dann meine ganzen CDs reinballern, wird böse. Oh, warte. Kann er jetzt recken? Direkt nicht, oder? Sport fahren. Um mal seelischen Support mit unserer Spinne. Welle 5. Gut ist, wir kriegen auf jeden Fall schon Lakro von den Dingern. Aber er hat schon so viel AP verloren mit diesen kleinen Wellen. Haben wir auch geregelt, sehr gut. Haben bald die Hälfte. Nein, die Schwarmbots. Leute, wie soll ich das bitte schaffen? Der hat schon so viel AP verloren. Ich weiß, ob ich den Cast auch stunnen kann vielleicht. Der dann auch stirbt. Doch, geht auch. Ich habe halt nur einen Kick, ne? Aber wenn ich ihn stunnen kann und er auch stirbt, dann ist er fein. Ich habe lieber so Melee-Mobs. Die kann ich. Da muss ich nicht hinrennen, ne? Ist ranged. Gut, etwa Welle 10. Wir haben ungefähr die Hälfte AP verloren. Aber der reckt nicht hoch, oder? Bei der Maschine in den Strahl reinstellen, okay. Haltet mir den Rücken frei, während ich mit der Maschine Zwiesprache halte. Also die Ranges kicken in der Maschine in den Strahl rein. Medbot. Das für ihn hier? Nice. Sehr schön. Game finde ich bisher sehr, sehr cool. Ja.
Ja, wenn wir jetzt so Medbots kriegen, ist ja gechillt. Das ist ja sehr gut. Explosiver Bomberbot. Der soll sicherlich nicht ran. Lohnt es sich, eine SOD anzufangen, klar. Wenn es dir Spaß macht. Jeden Fall. Gehen wir nochmal Heilung. Bitte lass die alle in Ruhe. Oh. Die Solo-Dungeon von die Delves meinst du? Die finde ich ziemlich cool. Weil das hier ist gerade so ein Event-Ding für Ruf, glaube ich. Okay, er hat wieder Full Eye. Dann kriegen wir das hin. Aber ich sage euch, wenn diese HP-Heal-Kits nicht gekommen, hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Okay, das sind nur so Bots. Frage ist halt, kann ich die liegen lassen? Und später einsammeln die Dinger? Ich meine, einen kann ich mal mitnehmen, aber ich lasse mal liegen. Man schiebt am Anfang so eine Panik, wenn man denkt, oh nein, die HP, und jetzt kriegt man einfach 50 von den Healpacks. Lohnt sich SOD, TWW. Das hast du in den letzten Tagen, glaube ich, dreimal gefragt. Jeden Tag bist du reingekommen. Lohnt sich TWW. Das war immer deine Nachricht, deine erste. Die gleiche Antwort wie die letzten drei Tage. Ich hätte jetzt gerne noch einen Bladestorm. Aber er verliert nicht mehr so viel ab. Esel, danke für die 80 Bits. Dankeschön. Das ist da der Endgegner. We did it. Glaube ich. Cool. Wir werden sofort rausgeportet. Und jetzt erweckte Truhe. Ein fliegendes Reittier. Maschinenverteidigungseinheit 111. Nice. Noch mehr Ruf.
Noch mehr Ruf. Cool, Leute. Maschine. Wir haben so ein Ding bekommen. Finde ich sehr nice. Bam. GG's. Sieht definitiv gelohnt. Kriegt man das nicht immer sofort? Ist das nicht so ein garantiertes Ding? Das Problem ist, ich bin so klein, ich kann da gar nicht rüber gucken. Schau mal. Mir fehlt einer. Aber wir können den Transmog dazu bauen. Wir haben da Feuer mit dabei. Und dann müssen wir uns aber wieder rostig machen. Ne? Aktuell bin ich ein bisschen golden. Machen wir mal. Also, Feuermount. Das ist das Neue. Irgendwas so ein bisschen feurig, aber auch Bronze. Ehrlich gesagt, bleibe ich bei meinem Mage-Spiel, glaube ich. Tschüss.